Jo, herzlich willkommen zu Sigil Level 5. Ja, genau. Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal von dem netten Doom Vision seine Let's Plays angeguckt zu Doom Sigil. Der hat mittlerweile sogar schon komplett durch. Da habe ich mir schon die ersten 4 Level angeguckt, damit ich nicht gespoilert werde für die jetzt folgenden Levels. Und da muss ich doch ganz ehrlich sagen, nice. Wir haben uns bei Level 2 tatsächlich relativ gut angestellt. Also Doom Vision hat da wesentlich mehr gestruggelt als ich. Und ja, ansonsten habe ich mir noch ein Speedrun angeguckt. Nice. Hilfe. So scheiße dunkel hier. Licht ist an. Oh, das ist ein Heimtier. Nein, soll ich jetzt nicht sagen? Diese Decke drüber? Goll. Ja, gut. Wow. Was war das für ein Katzenruckler? Och, du Kacke. Och nee, das. Oh, scheiße. Was? Oh Gott, das wird ein Horrorcore. Digga, was sollen wir denn machen? Oh. Okay. Das. Der die das levelt, wird auf jeden Fall doch. Scheiße, schwer. Vor allem, weil es so dunkel ist am Anfang, man sieht nichts. Und ich renne jedes Mal erstmal in Lava. Warum denn? Ich drück doch gar nichts. Wir haben nur 50% Leben, das gibt's doch gar nicht. Starten wir schon mit so wenig oder stelle ich mich einfach nur so dumm an? Mal gucken hier. Ja, wir starten nur mit 50% Leben. Ach du Kacke. Oh, Alter. Da dieser Albtraum. Okay, da sind Cyberdemon. 2 Stück, soweit ich gesehen habe. Hoffentlich nicht noch mehr. Wobei mir alleine für die 2 Stück reichen. Was such hier Cyberdemon in der Map? Digga, wir sind Level 5 und nicht Level 50. Übrigens habe ich schon eine Alternative für unsere Flashlight-Mod. Leider kann ich die noch nicht einsetzen, weil wir mittlerweile schon angefangen haben und ich müsste neue Safe-Kinos mit eröffnen, kennt man ja. Die Problematik, von daher sind wir jetzt erstmal nach wie vor auf dieses Flashlight hier angewiesen. Von daher ja. Geile Grafik übrigens da hinten. Ist sowieso so ein Element, was John Romero übrigens quasi alle Levels eingebaut hat. Diese, ja wie auch immer man das nennt, aber diese Optik halt mit diesen Strichen zieht sich ja quasi durch alle Levels, durch die gesamte Episode. So.
Die ersten sind weg. Ich speichere einfach mal. Gott, Cyber Demon. Alter. Können wir hier noch irgendwas machen, bevor wir uns auf ein Selbstmordniveau begeben? Da ist überall Lava. Ah, hier kann man lang. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Noch mehr? Nein. Schein. Ach ja, genau, das ist der Ort, wo wir auch daraus kommen. Digga, warum ist hier eigentlich überall Lava? Na komm her. Oh Gott, der Cyberdemon, da ist er. Hat er uns schon gesehen? Der zappelt da so rum. Uah. Kann es sein, dass die Cyberdemon nicht mehr kommen? Irgendwie bleiben die da, wo sie sind. Ey, vielleicht kann ich aufeinander locken. Alter! Ich glaube, das ist keine gute Idee, die aufeinander zu locken. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob Cyber Demon überhaupt gegenseitig angreifen. Ich glaube eher nicht so. Okay, die Frage ist, wo können wir hin? Also, da sieht so aus, als wenn wir da reinkommen. Ich traue mich da gar nicht rein. Erstens kommen wir da gar nicht hin. Wobei wir könnten hier rüber und dann darüber. Das dürfte eng genug sein. Ich probiere es einfach mal. Jawohl, wir sind aus der Sichtweite raus. Sehr schön. Okay, gut. Dann können wir jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Und ob wir darüber können. Nee, das ist, die Lücke hier ist so groß. Alter, das wird... Ich werde bei dem Level jetzt 20.000 Mal speichern. Könnt ihr aber wissen hier. Und immer schon noch Secrets. Ah, nach Secrets Ausschau halten. Da ist er. Da ist er. Okay, was ist das hier für ein Tod? Was? Gibt's hier was? Der ist echt auf so einen ganz kleinen Ort gelockt. Der kann sich kaum bewegen. Das ist natürlich echt geil. Gibt's da was? Nee. Ich will mal gucken, ob hier was gibt's. Nee, gar nicht. Wozu ist denn diese Säule da? Hä? Oh! Wir haben da nicht gespeichert. So, mal gucken, was die Minimap sagt. Die Minimap sagt auch nichts. Ein bisschen herangehen hier. Damit wir ein bisschen mehr Details sehen. Okay, gut, dann bleiben wir. Warte jetzt. Dann bleiben wir erstmal hier. Und gucken mal, ob wir die Leiter hoch können. Oh, Leiter sage ich schon. Die Treppe hoch können. Hier kommen wir gar nicht durch, oder? Doch, kommen wir. Fick dich! Okay, jetzt eine Treppe, aber hier gibt es nicht. Wow. Was bringt denn die Treppe hier? Ach, ist eine Tür. Die geht also später noch auf. Alter. Yay. Zwei Cyberdemon, überall Lava. Digga, John Romero, hasst du mich eigentlich? Warum tust du sowas? Aha. Aber zum Glück tun hier ansonsten kaum Viecher rum. Aber wobei, wir haben noch über 100 Gegner. Oh, Kacke. Hier ist auch schon wieder so ein Pfeiler. Was auch immer der da ist.
Ah, das sind blaue Rüstung. Oh Gott. Soll ich auch mal gucken, ob hier was ist? Ah, hier ist mein Gang. Okay. Ja. Also die Cyber Demon scheint echt jeweils auf so einen ganz kleinen Spot begrenzt zu sein. Es gibt ja diese Möglichkeiten, diese so eine Linie zu erstellen, wo man praktisch selber durch kann und auch alles andere durch kann, die selber transparent sind, wo aber halt Enemies nicht durch können. Und damit kann man halt Enemies, Tiere halt auf bestimmte Bereiche einsperren. Und genau das scheint mit den beiden Cyber Demon gemacht worden zu sein. Boah, fuck, Alter. Scheiße. Dieses kacke Lava. Das tut so weh. Sowohl seelisch als auch körperlich. Aber mehr seelisch. Okay. Och Mann, Alter, wie. Das Problem ist, wenn du über so eine Kante läufst und genau beim über die Kante laufen springst, dann ignoriert er den Sprung in dem Moment. Ich muss also praktisch schon, bevor ich die Kante berühre, anfangen zu springen. Das ist so dumm. Geht doch. Klappe. Okay. So, und nächster Step. Da müssen wir. Wo denn jetzt? Da hinten. Da müssen wir rein. Holy fuck! Ach, der schießt. Alter, hat der eiskalt wegen seinem scheiß Streu eiskalt direkt auf den Kopf zugeschossen. Jawoll. Das Schöne ist, wir müssen uns um die Cyber-Demon zumindest so keine Sorgen machen, dass sie rumlaufen, weil sie scheinen, wie gesagt, beschränkt zu sein. Okay, wir brauchen eine gelbe Karte. Suchen wir, wie die herbekommen. Ich habe keine Ahnung. Ach, das Spiel mag ich nicht. So, da geht's auch noch weiter. Das Problem ist, da dürfen wir im Schussfeld von dem Cyber-Demon sein. Das wird also eklig. Ah! Gott, da war ja was. Ha. Nein, 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 nicht reinschießen! Oh mein Gott. Das ist eine Pistole. Ah, haben wir schon. Okay. Siehst du, wir können eigentlich mal hier so bam und bam. Dann können wir gleich mal die Munition mit aufsammeln. Bringt zwar jetzt allgemein nichts. Können wir aber mal gucken, ob wir hier überhaupt. Das wird eine lange Folge. Das wird eine echt lange Folge. Oh, da fehlt die Textur. Lol. Okay. So. Leck mich. Okay, ich muss ganz schnell zurück. Puh. Ah, viel gut. Ach, schau mal an. Jetzt habe ich ja hier. Hier hat sich was geöffnet. Oh. Wow. Digga, warum passiert denn so viel mit einmal? Kann man da rüber? Nein. Hä? Okay. Ah, okay. Gut. Also siehst du, dabei fällt mir auf, wir dürfen gar nicht so viel springen, weil im Original Game kann man ja gar nicht springen. Vielleicht sollten wir den Spring doch erst unterlassen. Ah ja, bleibt doch mal schön stehen, Junge. So, hier irgendwo war. Ah, genau, hier war das Secret, das eine von den zwei. Aber auch ein echt lames Secret, Alter. Viermal Schrotflinte und einmal so ein kleines Mini-Health Pack, ey. Ist ja nicht gerade das, was man hier als. Ja, was man gerade hier so
Was auch immer. Hä? Aber kann es sein, dass wir doch rüber müssen? Irgendwie finde ich hier gerade keinen anderen Weg. Okay, ich versuche mal mit 12 Running. Doch, wir kommen rüber. Ha, easy. No problemo. Voll Strafe Running, wie gesagt, ist halt wiederum eine legitime Methode. Okay, UFO ist da als Hyper Demon. Hallo. Oh Gott, da geht's auch noch weiter. Oh Mann, das wird so ein langes Level. Das fehlt jetzt schon. Das wird ein extrem langes Level. So, ich versuche nochmal weiter zu gehen. Leck mich! Hier geht's nämlich auch noch weiter. Okay, hier geht's auch weiter. Tatsächlich sehr schön. Oh, Lava. Aber doch klar. Ich sollte doch mehr auf meine Umgebung achten hier. Das sieht doch hart aus wie eine Falle. Ich speichere mal. Okay. Das war klar. Wo denn? Hä? Ach, wow. Digga, von wo aus sehen die mich denn schon? Boah. Ich dachte, weil die geschrien haben, dass sie direkt hinter mir irgendwo sind, aber die waren da oben und haben mich schon gesehen. Obwohl eigentlich aus dem Blickwinkel her sie mich gar nicht hätten sehen können. Ach, noch mehr? Oh Leute, was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich bin gefickt. Oh mein Gott. Alter, was geht denn gerade schon wieder ab? Falsche Taste gedrückt? Hä? Okay. Boah, was geht denn schon wieder ab? Fuck, zu spät abgedrückt. Wo kommen die jetzt alle her? Hier haben sich doch garantiert gerade 500 Dinger geöffnet. Ach ja, klar. Meine Türen, ne, waren natürlich fallen. Das war klar. Warum müssen Sachen immer scheiße sein? So, hier hat sich auch noch irgendwas geöffnet, scheint. Oder auch nicht, okay. Boah, nicht so schnell, sonst landen wir in der Lava. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Gucken mal, was hier auf uns wartet. Ich nehme gleich mal mit. Digga, von wo kommen die überall? Ach nee, komm, leck mich. Scheiße.
glaube, jetzt weiß ich, wo unsere 200 verlorenen Gegner sind. Okay. So, und wie ich das Ganze kenne, tut das hier weh? Ah, nee, doch nicht. Okay, wir können uns also Zeit lassen. Ich dachte nämlich schon, dass man hier jetzt überall durchrennen muss, weil das hier weh tut. Aber tut zum Glück doch nicht weh. Haha, Noob. Wie schnell die mal agieren können. Das geht mir aber hart auf den Beine. Ja, am besten mal nachladen, bevor man irgendwo langläuft. Ich lasse dich erstmal da. Bei dem Damage, den wir hier kassieren, müssen wir die Health Potion so effizient wie möglich verbrauchen. Vor allem diese Kackdinger sieht man aber nichts. Die ist doch Bullshit. Cyber Demon. Hä? Achso. Oh Mann. Aha. Nee, komm, ich bleib mal bei dem hier. Einfach weil wir davon gerade am meisten Munition hier rumliegen haben. Oh, Teleporter. Okay. I trust you. Ah! Jetzt ist einer von diesen, Balken runtergegangen. Och nö, oder? Also ich habe quasi jetzt gerade in dem Moment den Cyberdemon getelefragt, aber dadurch, dass ich selbst in der Lava drin war, bin ich dabei auch gleichzeitig mal gestorben. Ich muss also ganz vorsichtig in die Dinger rein. Das heißt also, ich gehe von hinten rum. Bam. Keine Chance. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Ja, ich weiß warum. Das ist ein Feature von Brutal Doom. Wenn in Lava irgendwas explodiert, dann spritzt auch Lava rum. Und dadurch kriegt alles, was in der Nähe ist, extrem viel Damage. Heißt also, wir telefragen zwar den Cyberdemon, aber dadurch, dass der Cyberdemon genau in unserer Nähe auf Lava explodiert, besudeln wir uns selber dabei mit Lava. Und das killt uns. Das ist natürlich wunderbar, damit ist die Passage quasi nicht zu schaffen. Denn selbst wenn wir alles hätten, bam, geht nicht. Das heißt also, wir müssen in dem Moment, geht nicht anders, in dem Moment leider cheaten. Jetzt guck mal ganz kurz, geht das hier? Ja. Okay, das geht. Ne, jetzt gibt es nämlich auch noch einen anderen Mod, und zwar glaube ich den hier, wenn man hier rüber macht, dann wird nämlich... Hä? Oder auch nicht? Hä? Irgendwie war doch, dass wenn man dass dann irgendwas zurückgesetzt wurde. Oder war es nur, wenn man mehr als 100 Leben hat? Weil ich hatte schon mal in einem anderen Run, da hatten wir irgendwas mit 300 Leben. Und als ich da den Gottmut aktiviert hatte, hat er unser Leben auf 100% zurückgesetzt. Was natürlich blöd ist. Aber gut, dann geht das ja doch. Das heißt... So, und Gottmut wieder deaktivieren. Dann. Okay. So.
Dann müsste jetzt der andere ja auch runtergegangen sein. Kann das sein? Der auf der anderen Seite da, bei dem Typen da? Ja, ist auch runtergegangen. Okay. Wird hier das Gleiche? Ja. Hier genau das Gleiche. Also auch hier wieder God Mode. Easy. Okay. Jetzt haben wir aber die Aufgabe, wir brauchen eine blaue Tür. Wo kriegen wir denn eine blaue... Ach, da ist eine blaue Tür. Nee, das war der Teleporter. Wir haben einen blauen Key bekommen, aber ich wüsste echt gerne, wofür man den blauen Key einsetzt. Das hat sich mir nämlich noch nicht ganz so offenbart. Hier war nur das Gelbe, genau. Blau, blau wie der Enzian. Ich gehe mal nochmal hier rüber. Mal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen hatten. Was blau. Ne, dann müsste es ja trotzdem in der Map angezeigt werden. Wir waren also auf irgendeinem Teil, auf irgendeinem Teil der Karte. Ist das grammatisch richtig? Auf irgendeinen Teil der Karte waren wir noch nicht. Wird die deutsche Grammatik erfunden. Egal, wie du auch sei, irgendwo waren wir halt noch nicht und irgendwo muss ein blauer. Wow, danke dafür. Muss ein blauer Key. Muss eine blaue Tür sein. Ich wüsste nur echt gerne, wo. Hier ist alles zu. Waren wir hier schon? Nee, ne? Hier waren wir noch gar nicht. Ja, lol, ey. Okay. Ich glaube, da weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Und zwar genau hier. Ich zück mal. Ich bleib mal bei der hier. Okay. Och nö, nicht wieder sowas. Hilfe. Okay, sieht noch sehr ruhig aus. Ah! Noch ein Teleporter. Ah, nice. Kleines Mini-Secret. Ich bleib mal bei der Waffe hier. Was? Okay. Dankeschön. Ist also kein Teleporter, sondern war nur ein Knopf, ein Schlüssel, ein Key. So wie das hier. Oh Mann. Was kommt jetzt hier? Oh mein Gott. Ist ja gut jetzt. Aus, Ende, Kino. Ah, war schon verkackt. Aber diese roten Striche waren gerade noch nicht da, oder? Nee. Lol, das ist ja geil. Was ist jetzt hier? Ist ja interessant. Hat also diese roten Striche kommt tatsächlich erst, wenn man den Schalter drückt. Das ist natürlich geil. Ah ja. Lol. Wie krank ist das denn bitte? Sieht so sogar noch geiler aus. Wow. Ja doch, hat optisch schon was. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen vorsichtiger agieren. Digga! Was jetzt noch? Hey, da waren wir doch schon. Okay. Oh, er schießt doch!
Digga, da drücke ich einfach auf die linke Taste, aber das ist genau das, was ich auch früher, glaube ich, mal erklärt hatte. Wenn das Ding anläuft und man in dem Moment schon die linke Maustaste drückt, dass er dann praktisch diesen, ja, das Betätigen des Triggers ignoriert. Oh, hier ist ein bisschen geschlampt worden. Ah ja, gut, okay, lassen wir mal. Was jetzt so? Hä? Hä? Oh Gott. Och man, bitte keine Puzzlespiele hier. Ah! Lol. Okay, das ist nice. Das gefällt mir. Wir müssen doch immer noch ein Secret finden, ne? Nur, dass mir das im Hinterkopf bleibt. So, die Frage ist, kommen wir hier raus? Ach nee, kommen wir drum rum. Ah, okay. Ah, die blaue Rüstung. Klar, da war ja was. Das lasse ich aber erstmal. Wir haben immerhin noch 40 Gegner. Okay, kommen wir nicht weiter. Den muss ich mir auf jeden Fall merken, die blaue Rüstung. Ach, wisst ihr was, hier kommt. Bam. Ach, das war ja gar nicht das Secret. Ist ja hässlich. Haben wir also noch ein Secret. So, wir haben aber immer noch nur den blauen Skull. Ich weiß also immer noch nicht, wo wir hin müssen. Das ist irgendwie traurig. Ja, da hinten ist das blaue Ding, aber das war ja versperrt. Da kommen wir also auch nicht weiter. Genau, hier ist das Ding, wo wir hoch können. Ist doch alles Bullshit. Ach Mann, Alter. Können wir nicht irgendwo hin, wo wir rein können, wo wir raus können oder so? Ja, da hinten ist versperrt. Hier können wir nicht rein, da kostet gelb. Hier hinten ist keine Ahnung was. Hat sich jetzt noch irgendwas geöffnet oder so? Nee, ne? Kann ja sein, dass wir von hinten rein können und der praktisch vorne durch die Treppe rauskommt. Sowas gibt's ja auch. Aber leider gar nichts. Wir sind gefickt. Hä? Lol. Ich schwöre bei Allah, das war vorhin noch nicht da. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lol, wir haben die Falle überlebt. Und nicht mal Schaden bekommen. Ha! Hier, Loops. Wisst ihr was? Hier, komm. Meine, und noch daneben, Alter. Na, ja, nee. Die Kacke ist so ineffizient. Wenn wir drei Schüsse brauchen, damit einer trifft, okay, dann können wir ihn ja gleich genauso gut hiermit erledigen. Klappe jetzt. Oh, Teleporter. Sehr schön. So, jetzt haben wir fast 300 Schuss. Siehst du, wir können uns noch die Magazine holen, die wir da irgendwo haben liegen lassen. Auch wenn ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, wie wir da rankommen. Stimmt, der mit dieser Minigun kann man ja nicht springen. Mann, warum mag mich das Spiel eigentlich nicht? Klappe jetzt so wechseln, damit ich auch springen kann. Kriegst du ja eine Macke, kriegst du da ja. Am besten vorher speichern. Danke. So, wie kamen wir da rein? Das war da hinten? Nein, das war. Lol, fliegt einfach mal eine Wespe rum. In meinem Schritt, ich glaub's ja. So, wie kamen wir da hin? Das müsste aber eigentlich hier gewesen sein, oder? Uah! Okay. Och Mann, der hat das schon wieder hängen geblieben. Den gibt's doch gar nicht. Komm, flieg mal auf die Kamera, damit ich die Leute sehen. Ja. Oh boah, Alter! Jetzt hast du schon abgelenkt, Missgeburt. Wo bin ich jetzt überhaupt? Mann, ich krieg eine Macke! Mami, wo bin ich? Ach, da bin ich. Okay. Boah, Alter! Scheiß Fliegen, ey. Halt, nee, war nicht falsche Richtung.
Okay. Lost in Space. Ah, genau, hier rüber kamen wir ran. So und so und jetzt hier rein. Genau, goddammit. Alter, kannst du aber auch echt verrückt werden, ne? Kannst du da schon ein bisschen so? So, jetzt hatten wir hier noch zwei so eine Dinger. Mal eins. Und mal zwei. Sehr schön. Easy Puppy, siehst du, kommen wir sogar wieder direkt rein. Passt doch. Nax. Okay. Wo kommen wir hier hin? Hä? Ach, wir. Ist genau der Raum. Kommen wir wieder raus? Oder ist es ein. Ah ja. Ist ein Zwei-Wege-Portal. So, dann haben wir jetzt den gelben Key, den gelben Skulp. Und können damit endlich mal in diese gelbe Tür da rein. Das wird eine so lange Folge. Ich hoffe, dass die anderen beiden, die anderen drei Maps nicht ohne so katastrophal wären. Ich meine, die letzte Map, die achte, wird wahrscheinlich nicht so komplex, weil ist die Endboss-Map, die ist meistens nicht komplex, sondern nur schwer. Nee, komm, ich bleib bei der hier. Nein! Du Hure, so dass meine Waffe zerstört, du Arschkanacke. Boah, ich geh noch weg hier. Wie soll man denn hier auch die spielen? Schütt mir noch so ein scheiß Ding vor der Nase rum. Du kommst jetzt hier schon wieder an. Raus aus meinem Haus. Da ist die Tür. Das Fenster. Die Tür ist auf der anderen Seite. Okay. Ja, dann bleib ich mal. Ja, das war dumm, ich weiß. Komm, hier leckt mich alle mal am Arsch. Hier, jetzt wird er mal sauer hier. Wow, droppt er nicht mal was. Ah. Hä? Ah. Wow. In welche Richtung? Ich hasse es, wenn sich so viele Sachen öffnen. Boah, Alter. Oh, klar, Picky von allen Seiten hier. Oh mein Gott, das wird heftig. Kommt her, Mädels! Digga, ich muss langsam mal auf meine Munition hier achten. Ist ja hier nicht schön. Trab an! Mann! Genau. So, jetzt können wir noch die ganzen Pinkies. Dann natürlich klar, zu spät abgedrückt. Alter, was für eine Munitionsverschwendung hier schon wieder. Oh mein Gott. Oh nö, was denn jetzt schon wieder? Hä? Ich habe Munition bekommen. Das ist aber lieb. Dankeschön. Hat zwar keinen Plan, wo die Munition gerade war, aber wir haben Munition bekommen. Wo denn? Digga, von wo bitte? Ach, wow. Ernsthaft? Kleines Arschloch.
Ah, was das schon wieder ist, will ich gar nicht wissen. Ach so, das Ding hier. Gut, ich glaube mal, wir müssen wieder rauf. Ach, das ist die Tür. Hat sich geöffnet. Okay, wir kriegen zumindest wieder ein bisschen Munition zurück. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt öffnet sich das schon wieder. Was? Ich glaube das nicht. John Romero, ich hasse dich. Deine Maps sind ultra geil, aber ich hasse dich. Oh Gott. Halt, da rein. Okay, ja, doch, wir nehmen die. Beziehungsweise, nein, wir nehmen lieber die hier. Die Minigun heben wir uns für den roten Typen da auf, den wir gerade gesehen haben. Da ist die effektiver. Zumindest habe ich das so ein Gefühl. Danke dafür. Was für noch einer? Da kommt her! Was? Digga, ich hasse es, wenn die mich immer um eine Ecke herum, wo ich die gar nicht mal sehe, die mich aber treffen können. Hat es so sinnfrei. Okay, komm raus. Hab keinen Bock. Ist ja hier schon wieder unfair as fuck. Na, komm her. Komm her, Mädel. Trab an. Mädel. Mädel, Mädel. Sag mal, hallo. Wie wär's mal mit einfach mal herkommen? Boah, jetzt bleib ich nur hängen hier. Danke dafür. Oder besser, danke für nichts, Missgeburt. So, kann ich jetzt hier in Ruhe? Och nö. So ein Hinterhalt schon wieder hier. Gehen einfach die Türen zu, ich glaub's ja. Ey, wir haben alle Gegner besiegt. Ha, lol. Ach so, ja, es ist ja auch ist schon das Ende. Kriegen wir jetzt hier vielleicht noch irgendwo Munition her? Hier soll es ja irgendwo noch ein Secret geben, ne? Aber scheinbar nicht für uns. Ah, sehr schön. Wow. Wobei, das Video ist wahrscheinlich schon so lang. Ich habe gar keinen Bock, Secret zu suchen. Er wird also nicht auf die Schnelle was finden, wo was sein könnte, dann gehe ich nach Hause. Ah, nee, kommt noch nichts. Okay, dann gehen wir da rein und dann war's mit dem Level. Ich meine, wir haben über 100 Rüstung, wir haben 100 Leben, das sollte erstmal reichen. Ja. Das wird schon wieder eine lange Runde hier. Ja. Ah, ein Level, wo man nicht wieder von Anfang an beschossen wird. Sehr schön. In dem Sinne, schau mit V.